Perfekt. Vielen Dank, Steffen. Stell meine Präsentation an. So, und jetzt könnt ihr zusätzlich auch meinen Bildschirm sehen. Nutzt gerne die Chat-Funktion, um mir während des Vortrags Fragen zu stellen. Ich bin Fabian Kastke. Ich möchte mich vorstellen mit einem kleinen Tool von Microsoft. Wer das noch nicht kennt, ihr könnt das kostenlos ausprobieren. howold.net. Kann man einfach aufrufen und kann herausfinden, wie alt eine bestimmte Person ist. Und wenn man dort mein Bild hochlädt, findet man raus, dass ich zwischen 29 bis 44 Jahre alt bin. Sieht man ganz schön, wie weit die KI bei bestimmten Themen heute schon ist. Und was da auch ganz witzig ist, es gibt hier auch die Funktion herauszufinden, um was für eine Hunderasse es sich handelt. Und anscheinend, wenn ich eine Hunderasse wäre, dann wäre ich ein Border Collie. Bin eigentlich ganz zufrieden damit und sehe auch eine gewisse Ähnlichkeit in dem Bild. Wer ist die Firma, hinter der ich stehe? Die Dr. Kaske und Smile BI ist eine Beratung und Softwarefirma, die spezialisiert ist auf den Gesundheitsmarkt. Unsere klassischen Kunden sind Pharmahersteller, die wir vor allem im Online-Marketing und E-Commerce betreuen. Und hier seht ihr ein paar von unseren Kunden. Da sind viele Mittelständler dabei und auch große Konzerne. Insgesamt betreuen wir aktuell 75 Kunden, sitzen in München. Heute bin ich tatsächlich auch mal im Office. Und ansonsten geht es uns so wie vielen von euch sicherlich auch, dass unser Team zu 90% im Homeoffice ist und von dort versucht, die aktuelle Zeit zu bearbeiten. Und ich werde heute natürlich schauen, dass ich das Ganze übertrage auf die Apothekersicht. Und bevor wir uns die drei E's aus meiner Perspektive anschauen, möchte ich euch befragen. Und dafür bitte ich euch, dass ihr einmal mit eurem Smartphone auf die Seite www.menti.com geht. Ihr seht das hier oben auch eingezeichnet. Einmal bitte das Smartphone rausholen. Hier menti.com eingeben und dann habt ihr dort den Co Code 148312. Wenn ihr euch fragt, wie die Adresse ist, menti.com 148312. Und dann bitte ich euch, hier einige Fragen mit mir durchzugehen. Wir nutzen also die Crowd Intelligence und um dort teilzunehmen, einfach übers Handy menti.com eingeben und dann den Code 148312. Und ich sehe schon, bei den ersten funktioniert das exzellent. So, perfekt. Also viele, viele Ja's. Das gefällt mir sehr gut. Und insgesamt habe ich zwei Fragen für euch mitgebracht. Die erste kommt jetzt direkt und danach gegen Ende des Vortrags. Und deswegen lasst das Handy auch nach dieser Frage offen. Und die erste Frage ist ein Ausblick. Was schätzt du, ist die Perspektive über die nächsten 12 Monate für erstens dein Unternehmen, zweitens Apotheken vor Ort allgemein und drittens Online-Apotheken. Ihr habt hier Schieberegler und ihr könnt auch über die Crowd Intelligence sehen, wie andere das einschätzen. Und dann bin ich schon gespannt auf eure Einschätzung. Perfekt. Also was mich hier sehr freut, dass der Großteil auch für sich und sein Unternehmen hier überwiegend Chancen sieht und einen positiven Ausblick. Leicht negatives Stimmungsbild für die Apotheke vor Ort und eher großer Optimismus für die Online-Apotheken. Schauen wir uns das mal an. Vielen, vielen Dank schon mal, dass ihr hier teilgenommen habt. Wie gesagt, es kommt später noch mal eine Frage. Also macht diese Seite jetzt nicht zu. Wir beschäftigen uns mit E-Commerce, E-Rezept und E-Health in den nächsten 20 Minuten. Und um zu verstehen,
was umfasst denn eigentlich E-Commerce? Schauen wir mal allgemein auf die deutsche Online-Landschaft. Wir haben in Deutschland 73 Millionen Menschen, die über 14 Jahre alt sind. Das ist der Graph, den wir hier ganz links sehen. Und davon sind mittlerweile die allermeisten online. Gut 90%. Und eigentlich die einzigen, die noch nicht online sind, sind auch die, die besonders häufig Apothekenbedarf haben. Nämlich die Leute 60 plus. Hier ganz hilfreich eingezeichnet die unterschiedlichen Altersstufen. Die gelben sind die Jüngeren, die grünen sind die Älteren. Und was wir uns jetzt hier zusätzlich anschauen, sind die großen Online-Plattformen. Wir haben hier mit Google und YouTube an der Spitze sicherlich keine überraschenden Ergebnisse. Wir haben es gerade auch von Steffen gehört. YouTube wird auch für den Summit heute sehr gerne genutzt und erreicht mittlerweile über 50 Millionen Deutsche im Monat. All diese Werte hier sind Monatswerte und was hier schon die ersten erstaunlichen Ergebnisse für einige vielleicht sind, ist Facebook ist immer noch riesengroß, auch wenn viele sagen, das schrumpft. Amazon hat eine sehr, sehr hohe Relevanz und was für uns natürlich besonders spannend ist, die Online-Apotheken werden immerhin auch schon von 20 Millionen Menschen genutzt. Wenn wir da mal so ein bisschen drauf schauen, was da besonders auffällt, auch wenn man so ein bisschen nach links und rechts schaut, dass wir einen besonders hohen Anteil haben an Menschen über 50. Was auf den zweiten Blick ja auch intuitiv ist, weil hier sind die, das sind die Menschen mit dem Arzneimittelbedarf und dementsprechend deckt sich das ganz gut mit dem, was man auch vor Ort sieht. Andererseits hätte man vielleicht erwarten können, dass besonders die Jungen in Online-Apotheken einkaufen. Wenn ich mir da die Altersverteilung anschaue, ist es tatsächlich aber so, dass es mehr Silver Surfer als Digital Natives in der Online-Apotheke gibt. Viele weitere spannende Zahlen hier drin in dem Chart. Wir gehen da aber drüber. Wenn ihr die Charts haben möchtet, dann könnt ihr die einfach auf unserer Webseite drkaske.de herunterladen. Link dazu kommt auch nochmal am Ende. Hier jetzt so ein paar Eindrücke von der Hochzeit im März, April. Einmal eine der größten deutschen Versandapotheken, Apotal, hat selber auf der Startseite davor gewarnt, dass dreimal mehr Bestellungen als sonst einkommen. Oder ein Shop wie die Delmed, die hat sogar den Shop geschlossen. So von der Umsatzrelevanz her eine der größten 20 deutschen Online-Apotheken, also auch keine ganz kleine Amateur-Garagen-Apotheke, sondern durchaus ein Unternehmen, das auch eingestellt ist auf tausende Pakete am Tag. Aber der Andrang war eben so groß, dass man hier vorübergehend schließen musste. Große Frage ist natürlich, was bleibt davon und wie entwickelt sich das Ganze in der Zukunft? Eine Brille, durch die man das betrachten kann, ist durch die Herstellerbrille. Wir haben knapp 100 Hersteller befragt, was denn deren Sicht auf die Entwicklung in 2020 ist von verschiedenen Bereichen. Und was hier ganz deutlich auffällt, ist, dass 97% der Hersteller sagen, Versandapotheken werden profitieren von Covid-19. Deckt sich ja ganz gut mit der Crowd Intelligence hier vom Summit. Ihr habt auch gerade überwiegend gesagt, dass Online-Apotheken in den nächsten 12 Monaten wachsen werden. Und wir bleiben kurz bei den Herstellern, bevor wir eine andere Brille uns anziehen, um auf dieses Thema zu schauen. Wir haben die Hersteller gefragt, wie werden sie denn in nächster Zeit investieren? Und da ist es tatsächlich so, dass 2 von 3 Herstellern im Schnitt sagen, dass sie mehr in den E-Commerce investieren werden und 80% sagen sogar, sie werden mehr in digital allgemein investieren. Und das ist ja auch so ein Effekt, den wir gesamtwirtschaftlich sehen. Digital hat einen Boost bekommen, die Zukunft wurde beschleunigt durch Corona und Ähnliches sehen wir eben hier ganz speziell in unserem Apothekenmarkt. Wenn wir so ein bisschen dran denken, was wird denn bleiben davon und inwiefern hat denn E-Commerce auch eine Relevanz nach Corona, dann kann es Sinn machen, sich anzuschauen, welche Gründe sprechen denn für den Kauf
online versus vor Ort. Und das haben wir hier mal aufgelistet. Eine Liste von 10 Gründen, warum Verbraucher in der Versandapotheke einkaufen. Und 9 von 10 haben auch über die Pandemie-Ausnahmesituation Bestand. Also schon mal ein erster Hinweis darauf, dass hier vieles bleiben könnte. Und was in dem Zusammenhang auch sehr spannend ist, wenn wir nach Asien schauen. In Asien ist so eine Pandemie ja etwas, was man schon gelernt hat und was man unter anderem durch SARS sehr gut kennt. Als SARS durch China und Asien gewütet ist, war es damals ganz ähnlich wie hier, dass es einen Ansturm auf die digitalen Verkaufskanäle gab und dass sich das dann natürlich beruhigt hat, aber auf einem viel höheren Niveau sich eingependelt hat. Und das ist allgemein eine Entwicklung, die ich mir auch sehr gut für den deutschen Markt vorstellen kann, die wir auch immer wieder in anderen Märkten und ähnlichen Situationen gesehen haben, dass wenn die Leute sich einmal an die Vorteile von online gewöhnt haben, dort auch dabei bleiben und es ein Shift gibt in der Marktverteilung. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal auf einer Helikopterebene uns anschauen, dann gibt es normalerweise 2 Faktoren, die für den Kauf im E-Commerce sprechen, ganz allgemein losgelöst auch vom Apothekenmarkt. Ich habe einerseits online den Vorteil, dass ich weniger zahle. Und das ist ja auch etwas, warum viele Vor-Ort-Apotheker regelmäßig sauer sind auf die Versandapotheken, weil teilweise sehr, sehr hohe Rabatte auf OTC-Produkte geboten werden. Ein zweiter Faktor neben dem Preis ist aber die Convenience. Und das heißt, dass ich von zu Hause aus über mein Handy oder Tablet von der Couch aus bestellen kann und eben nicht den Weg nach draußen gehen muss, was besonders in der aktuellen Zeit eine Herausforderung sein kann. Und gerade hier gibt es aber im Apothekenmarkt eine, einen großen Unterschied zwischen OTC und RX. Im OTC-Bereich ist es so, dass die beiden Hauptwachstumstreiber Preis und Convenience gegeben sind. Ich habe im Schnitt 27-35% Rabatt auf die Produkte im Versandhandel. Das ist abhängig davon, ob es sich um Nahrungsergänzungsmittel oder Arzneimittel handelt. Je nachdem ist die durchschnittliche Spanne etwas höher oder niedriger. Und wenn wir uns aber anschauen, wie das Ganze im X-Bereich aussieht, dann sind beide Hebel aktuell nicht gegeben. Der Preis ist dem Endverbraucher oder Patienten egal, weil die Krankenkasse das Ganze erstattet. Und der Convenience-Faktor ist Stand jetzt nicht gegeben, weil ich das Ganze ja zur Post bringen muss, mein Rezept. Die Shop-Apotheke hat diesen Prozess so beschrieben, wie er aktuell in der Papierform notwendig ist. Man braucht erstmal einen Briefumschlag, ich muss das Ganze ausreichend frankieren, ich muss zum Briefkasten laufen, dann warte ich auf das Paket und irgendwann bekomme ich dann mein Arzneimittel. Und was man hier schon sieht, was ja aktuell auch gegeben ist, dass die ausländischen Versandapotheken, Shop-Apotheke und Doc Morris aktuell die Möglichkeit haben, Rabatte oder Boni auf die Rezepteinlösung zu geben. Und diesen mühsamen Prozess rund um das Einschicken dieses Papiers, da will unser lieber Bundesgesundheitsminister ja ein bisschen was verändern. Und damit sind wir direkt beim zweiten großen Themenkomplex, nämlich dem E-Rezept. Und was das E-Rezept verändert, ist, dass es ähnliche Voraussetzungen schafft innerhalb des RX-Marktes, wie wir sie schon einige Zeit im OTC-Bereich haben. Und wir haben hier natürlich noch einige Unsicherheiten. Keiner weiß genau, wie das E-Rezept aussehen wird. Wir haben immerhin jetzt schon einige Piloten, die in unterschiedlichen Bundesländern laufen. Generell wissen wir, dass es viel einfacher werden wird, Rezepte einzulösen
und der mühsame Weg zum Briefkasten entfällt. Das wird großen Einfluss haben aus unserer Sicht auf die Marktverteilung stationär versus online. Und wir haben hier mal eine Prognose gemacht auf Basis von drei Fällen. Aktuell ist es ja so, dass 99% des RX-Umsatzes in der Apotheke vor Ort anfällt. Und jetzt wird es unterschiedliche Möglichkeiten geben, wie regulatorisch das E-Rezept ausgestaltet wird und wie auch drumherum die Rahmenbedingungen sich gestalten. Ganz viel wird darüber entschieden werden, wie wird die Logistik ausgebaut sein. Und dementsprechend sind unterschiedliche Szenarien denkbar, wie stark denn der Online-Umsatz mit RX-Produkten steigt. Insgesamt ist davon auszugehen, dass bis zu 10% des Marktes, der bisher im stationären Bereich ist, in den Online-Bereich wandert. Und das wäre natürlich ein riesiger Verlust für die Apotheken vor Ort, die auf die RX-Umsätze natürlich angewiesen sind. Hier sind ganz viele Zahlen. Angesichts der Zeit gehen wir da ein bisschen drüber. Ihr könnt euch das, wie gesagt, im Detail anschauen, wenn ihr euch die Folien herunterladet von unserer Webseite. Was wir zusätzlich dazu sehen, ist, dass der bereits relativ gesehen hohe Anteil des Versandhandels im OTC-Bereich sehr wahrscheinlich weiter ansteigen wird. Stand heute ist es so, dass etwa jeder fünfte Euro bereits im Versandhandel ausgegeben wird. Und wir es für sehr wahrscheinlich halten, dass dieser Anteil auf etwa 30% in den nächsten Jahren ansteigen wird. Die größten Treiber dafür sind einerseits das, was wir eingangs gesehen haben, nämlich, dass viele Deutsche über 60 noch gar nicht online sind. Das hatten wir gerade an der Altersverteilung gesehen, der Internetbenutzer. Da waren ganz viele über 60, die noch gar nicht das Internet nutzen und dementsprechend natürlich auch nicht den Versandhandel nutzen können für ihren Medikamentebedarf. Gleichzeitig gibt es einige marktspezifische Faktoren. Das E-Rezept wird hier ein Beschleuniger sein. Corona wird gerade die Älteren noch stärker daran gewöhnen, digitale Gesundheitslösungen in Anspruch zu nehmen. Und die Lieferdienste werden ein ganz großer Hebel sein. Doc Morris hat ja schon sein Plattformmodell angekündigt und wird hier einiges bewegen. Und ich gehe davon aus, dass einige Apotheker sich auch dem Plattformmodell von Doc Morris anschließen. Und so wird Doc Morris in Zukunft verschreibungspflichtige Präparate auch sehr schnell ausliefern können an den Endverbraucher. Allgemein ist es ja so, dass die Timeline des E-Rezeptes jetzt nochmal an Fahrt aufgenommen hat. Oben sehen wir hier den bisher vorgesehenen Zeitplan, der etwas lockerer war. Und nun ist es ja so, dass wir relativ schnell eine Pflicht haben für die Nutzung des E-Rezeptes über verschiedene Gruppen hinweg. Und es ist davon auszugehen, dass auch durch Corona es zu einer schnelleren Akzeptanz des E-Rezepts kommen wird. Eng verwoben mit dem E-Rezept ist natürlich das Thema E-Health. Und hier habe ich jetzt nochmal an euch eine Frage. Das heißt, bitte nochmal das Smartphone rausholen. Und die Frage ist eine einfache, nämlich, warst du schon mal beim Online-Arzt? Und es gibt hier drei Möglichkeiten. Einerseits nein, ganz einfach, ja, schon vor 2020 oder ja, dieses Mal zum ersten Mal genutzt. Also ihr seht, die Antworten trudeln ein. Und gleichzeitig sehen wir auch, so viele in Deutschland haben das noch nicht genutzt. Perfekt. Diese Ergebnisse passen ideal zu dem, was wir auch im
echten Leben wahrnehmen, nämlich dass ein sehr geringer Prozentsatz der Deutschen bisher den Online-Arzt in Anspruch genommen hat. Da gibt es zum Beispiel die E-Patient Survey, die repräsentativ das Ganze vor wenigen Wochen erhoben hat und die zum Ergebnis gekommen ist, dass zwischen 1-2% der Deutschen erst überhaupt mal einen Telearzt konsultiert haben. Gleichzeitig sehen wir von dieser geringen Ausgangsbasis weg sehr hohe Wachstumsraten. Hier haben wir zwei der führenden Anbieter, Kri und Teleklinik, die haben sehr hohe Anstiege, veröffentlichen aber wenig dazu, wie viel tatsächliche Sprechstunden denn zustande kommen. Und das hat guten Grund, weil die Basis einfach momentan noch sehr, sehr gering ist. Neben Teleklinik ein wichtiger Anbieter auch Zava, kennt man früher unter dem Namen Dr. Ed, oder auch Ada. Ich gehe aufgrund der Zeit ein bisschen schneller durch, damit wir gleich noch Zeit für Fragen haben. Was in dem Kontext aus meiner Sicht besonders spannend ist, gerade jetzt für alle Apotheker hier, ist die Integration von Apotheke und Arzt. Etwas, vor dem viele Angst haben, was wir so aus dem Markt auch vernehmen. Doc Morris hat eine ganz enge Partnerschaft mit dem europaweit führenden Unternehmen Kri und Shop Apotheke hat mit Zava eine sehr enge Kooperation. Und das große Vorbild in dem Bereich kommt wie immer eigentlich aus den USA, nämlich Amazon. Amazon hat sich schon vor einigen Jahren PillPack geschnappt. Einige von euch werden PillPack sich erkennen. Man hat damals 1 Milliarde für PillPack gezahlt. Und Nomen est Omen PillPack stellt eine kleine Kassette zur Verfügung, in der personalisiert die Tabletten abgegeben werden. Und das hat mehrere Vorteile für den Verbraucher. Das ist extrem convenient. Ich bekomme alles, was ich benötige an RX, OTC, Nahrungsergänzungsmitteln in meiner Box, die direkt proportioniert ist zu dem exakten individuellen Bedarf, den ich habe. Und in den USA ist es sogar so, und das finde ich besonders spannend, dass der Arzt direkt sein Rezept an PillPack senden kann, über die PillPack-App oder über Fax und Telefon, also auch ganz klassisch. Und das ist sicherlich eine Vision, die Doc Morris und Co. auch im Kopf haben und wo sich die Apotheke vor Ort sehr genau Gedanken machen muss, wie kann ich solche Wege unterbinden. Als Abschluss ein kleiner Blick in den fernen Osten. Thema E-Commerce, das ist hier ein Blick ins Lager von AliExpress, das schon komplett automatisiert abläuft und wo mittlerweile 1 Milliarde Pakete pro Tag verwendet werden. Also in Deutschland sind wir noch ganz am Anfang. Damit schließe ich. Ich freue mich auf eure Fragen und ein schönes Zitat, das ich in dem Kontext in den letzten Wochen aufgeschnappt habe, ist: There are decades when nothing happens and then there are weeks when decades happen. Und ich habe das Gefühl, ganz ähnliches momentan bei uns mit dem Zusammenkommen von Corona und jetzt auch noch den Marktanpassungen rund ums E-Rezept. Eine super spannende Zeit und ich bin gespannt, was wir alle draus machen. Lieber Fabian, ganz, ganz lieben Dank für diese Einblicke in den Markt. Ja, ich glaube, wir beide wissen, dass wir Apotheken das nicht immer alles unbedingt so gerne hören, die ein oder anderen Szenarien, weil wir haben es in den Vorträgen auch schon gehört und in der Podiumsdiskussion, wir müssen mutig sein und mutig sein klingt immer so einfach, aber so einfach ist es ja nicht. Aber ich glaube, man muss sich dieser Herausforderung annehmen und Schritte einleiten. Ich will aufgrund der voranschreitenden Zeit schon mal den Hinweis geben, wer gleich mit dem Fabian Karske nochmal 2, 3, 4 Sätze gerne in einem Breakout-Room austauschen möchte, nochmal ein bisschen internes Wissen vielleicht auch haben möchte,
Hebt jetzt gern schon mal die Hand für alle, die vielleicht erst am Nachmittag nach der Mittagspause dazukommen konnten. Unten in der Menüleiste auf Teilnehmer drücken, dann öffnet sich weiß auf der rechten Seite die Teilnehmerleiste und dort kann man unter den Teilnehmern die Hand heben, die virtuelle Hand heben. Dann werde ich am Ende eine kleine Breakout-Session für euch vorbereiten. Hervorragend, ich sehe, da kommt schon die erste Hand, dass wir gleich die Session aufmachen. Und eine Frage, die gerade reingekommen ist, was bieten Sie als Dienstleistung für die Apotheken an? Macht das Dr. Karsko oder seid ihr eher nur industrielastig, also nur in Anführungsstrichen, industrieseitig unterwegs? Also unsere Hauptkunden sind eher die Hersteller, aber in den letzten Jahren haben wir auch immer wieder Projekte gemeinsam mit der Apotheke vor Ort, wo es darum geht, wie kann ich mit der Veränderung des Verbraucherverhaltens umgehen, wie kann ich vor Ort Apotheke meine Kunden digital erreichen. Also zum Beispiel, wie muss ich meine Webpräsenz aufstellen, was kann ich vor Ort machen, um meine Kunden zu binden, Online-Marketing-Kampagnen, Kundenbindungsmaßnahmen wie E-Mail-Marketing. Das sind Themen, mit denen wir uns auch für größere lokale Apotheken gerne beschäftigen. Arbeitet ihr auch mit den Apothekenplattformen zusammen oder sind da auch schon, ich sag mal, Gespräche zu Gange, wenn wir sagen, wir müssen gemeinsam auf eine Plattform rauf, warum sollen wir jetzt im Einzelnen mit Dr. Karske in Kontakt treten, sondern machen das unsere Verbünde, wo wir uns zusammenschließen können? Wir haben mit den großen Plattformen, die sich gerade bilden, auch schon Projekte durchgeführt. Mhm. Und ich persönlich unterstütze solche Projekte auch gerne. In dem Zusammenhang passt sehr schön die Frage, die gerade reingekommen ist, zur Rolle der Pharmaindustrie und der Zuführung von Kunden. Weil wir werden ganz häufig gefragt von den Herstellern, was kann ich denn machen, um die Apotheke vor Ort zu stärken? Die Hersteller sehen natürlich, dass die Kunden online sind und sie wollen die Endverbraucher erreichen. Gleichzeitig wollen sie auch was für die Apotheken vor Ort tun. Und deshalb begrüße ich sehr, dass es jetzt diese Plattformen gibt und dass die immer stärker werden, um auch ein Gegengewicht zu bilden zu den Online-Apotheken. Und ich weiß aus vielen Gesprächen mit der Pharmaindustrie, dass die Pharmaindustrie sehr bereit ist, Geld in die Apotheke vor Ort auch digital zu investieren. Und die Apotheke vor Ort ist für die Pharmaindustrie ein super wichtiger Partner. Und die Pharmaindustrie wünscht sich eigentlich, dass die Apotheke vor Ort noch lange mindestens so stark bleibt, wie sie jetzt ist. Was sind deiner Meinung nach die Beweggründe, weil man nicht ein, zwei Partner extrem stark werden lassen möchte, sondern weil man es eher so ein bisschen natürlich verteilen möchte auf mehrere Schultern? Oder was könnte der Grund sein? Oder einer der Gründe? Da steckt natürlich auch ein gutes Stück Eigensinn dahinter. Mhm. Man hat Angst vor Verhandlungen mit Monopolisten. Ja. Und fühlt sich viel wohler mit den bekannten Vor-Ort-Apotheken zu verhandeln, die natürlich auch eine begrenztere Verhandlungsmacht haben, weil sie segmentierter sind als ein großer Player.